So, ihr Lieben, Montagabend, jetzt die Aussichten für Dienstag. Ich hoffe, euer Berg ist tatsächlich schon geschrumpft, das Hindernis, was in den allgemeinen Energien so für heute angesagt war, hat sich schon relativiert. Ihr wisst, wie ihr weitermacht, habt die Unterstützung an der Seite und ja, es geht vorwärts. Jetzt beginnen wir mit den allgemeinen Energien zur Abwechslung und schauen mal, wie sich das alles am Dienstag weiterentwickelt. Da hätte ich gerne eine Energie für den Dienstag. Welche Kraft begleitet uns? Ein Problem löst sich auf. Na, das ist doch jetzt mega, oder? Ist doch genau das, auf was ihr wartet. Das Problem, das sich auflöst. Also wird der Berg tatsächlich zum Kieselstein. Nach und nach lösen sich eure Hindernisse auf. Und ja, das Problem mit ihm. Jetzt bin ich echt gespannt, was die Karten dazu zu berichten haben. Ob es jetzt schon, ach schaut mal, die erste Karte, wieder das Haus, wie gestern, an der gleichen Position. Schön, ich hoffe, die anderen Karten sind jetzt genauso positiv. Drei Energien noch zum Dienstag. Und eine noch. Jawohl, danke schön. Wie gesagt, wir haben das Haus, die Stabilität, da wo ihr euch wohlfühlt, das Wachstum. Die Fische, alles ist im Fluss, ist auch die Geldkarte. Der Stern, die Wunscherfüllung. Und jetzt liegt der Anker vorne. Das ist wirklich ein Wandel zu gestern, nämlich absolut die Aussage, ein Problem löst sich auf. Der Anker zeigt, jetzt geht es in die Stabilität. Ihr seid angekommen. Der Anker hält etwas fest, gibt euch Kraft. Der Stern, da geht euer Wunsch in Erfüllung. Ihr seht klar, die Fische, da kommt Geld ins Spiel, nämlich positiv, absolut positiv. Vielleicht habt ihr auf einen Vertrag gewartet, ja? Vielleicht gab es da noch Hindernisse, vielleicht musstet ihr Papiere nachreichen, wolltet etwas verkaufen, wolltet ein Haus kaufen. All solche Dinge, die etwas mit Nachrichten, mit Papieren zu tun haben. Jetzt ist die Sicht frei und alles ist im Fluss. Es läuft, meine Lieben. Es wird positiv enden und die Stabilität und das Wachstum liegt hier auch im Haus. Was bedeutet, das Problem löst sich am Dienstag tatsächlich zu euren Gunsten auf. Schauen wir weiter. Auf das Haus. Uiuiui, das war der halbe Kartenstapel. Nein, auf das Haus eine Energie, bitte. Eine Energie zum Thema Stabilität und Haus. Wir haben aber zweimal Stabilität. Die Wunscherfüllung und das Geld, alles ist im Fluss, ist eingerahmt. Ne? Von zweimal Stabilität und beim Haus noch das Wachstum. Also das sieht mega gut aus. Auf das Haus. Gott im Himmel, was geht denn hier? Ui. Eine Karte haben wir bekommen. Ansonsten fliegen sie mir nur so um die Ohren. Da möchte viel erzählt werden, aber jetzt hätte ich gerne eine auf die Fische.
Da scheinen ganz schöne Energien von euch zu einem bestimmten Thema in der Luft zu liegen. Gut. Jetzt haben wir es aber geschafft. Die Blumen, auch Wachstum. Wachstum, Schönheit, auch nochmal eine Nachricht, die jetzt aber ins Haus flattert, die die Stabilität bringt. Der Baum, auch Wachstum. Und zwar auch stabiles Wachstum, die, na, wie heißen die Dinger? Wurzeln. Die Wurzeln gehen tief in die Erde, geben dem Baum die nötige Stabilität und hier oben kann es wachsen. Ja? Und das Wachstum liegt auf dem Geld. Oder ist im Fluss, egal welches Thema es ist. Wir haben hier eine Autoritätsperson, nämlich den Bären, und der geht raus. Möglicherweise hat euch da jemand blockiert. Mit seiner Autorität stand euch im Weg. Kann eine Vaterperson sein, kann ein Chef sein, der sich einfach quergestellt hat. Aber wir haben wieder die Mäuse an der gleichen Stelle und diesmal fressen sie diese Person, der ja auf dem Platz des Hindernisses von gestern lag, raus. Darum, wenn euch jemand im Weg war, euch diese Hindernisse in den Weg gelegt hat, fällt der am Dienstag raus und es sieht durchweg positiv aus. Mit der Kraft, ein Problem löst sich auf. Und jetzt schauen wir mit den Tarotkarten dann nochmal genauer hin. Hätte ich gerne noch drei Energien. Gut möglich auch, dass dieser Mensch seine Meinung geändert hat, ne? Zu eurem Thema, ihr ihn überzeugen konntet, vielleicht mit dem Freund, der ja die richtigen Ideen, die richtigen Gedanken mit ins Spiel gebracht hat. Eine Karte noch. Kriege ich auf den Anker bitte auch noch. Dankeschön. Ja, so. Die Kraft. Da war die nötige Kraft, der Mut, euch durchzusetzen. Es hieß ja auch gestern, so, setz dich durch, ne? Sei authentisch. Das habt ihr gemacht. Ihr habt das nötige Fingerspitzengefühl gehabt, denn die Kraft ist nicht, mit dem Brecheisen durch die Gegend zu rennen, sondern das nötige Maß von Mut und Feingefühl an den Tag zu legen. Das hat euch dazu gebracht, dass es weitergeht. Ihr geht weiter auf euer Ziel zu, und zwar durchweg positiv. Der Ritter der Münzen hat den Samen gesät, um noch mehr Münzchentalerchen hinter sich herzuziehen. Der Herrscher, eure Energie, weiß jetzt, was er will. Der Herrscher herrscht. Der gibt den Tag vor. Der sagt, was er möchte. Der lässt sich nicht irgendwie beirren. Und es hieß ja gestern auch, ne? Sei du selbst. Und das bist du jetzt. In die Energie kommst du. Vorbei das Gefühl der Ohnmacht. Das ist ein Gefühl der Ohnmacht. Du warst oder bist an einem Thema dran, das im Stocken war, das nicht weiterging. Und das siehst du hier ganz deutlich. Die Hoffnung ist schon so ein bisschen geschwunden bei dir. Du hast nicht mehr richtig dran geglaubt, dass die Sache noch zum Laufen kommt. Aber hier ist noch ein Kelch. Ist er da? Ja. Da ist noch ein Kelch. Und den hast du geschnappt. Da hast du den Mut jetzt erhalten oder wirst ihn erhalten, dich durchzusetzen und
alles in trockene Tücher zu packen, zum Erfolg zu bringen. Und das ist mega. Wenn wir uns das anschauen, die Entwicklung von Montag zu Dienstag, da sieht man, jetzt geht es vorwärts. Welcher Engel begleitet dich denn am Dienstag? Da hätte ich auch gerne einen. Einen Engel, der bei euch ist. Engel des erholsamen Schlafes, lass den Tag hinter dir, ich wiege dich in den Schlaf. Das ist die Botschaft. Morgen Abend könnt ihr ganz frei schlafen gehen, ohne Gedanken, ohne Sorgen, euch einfach hinlegen und lächeln, denn dieser Tag bringt euch den Erfolg. Das ist sehr, sehr schön. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Gut, nächstes spannende Thema, die Liebe. Da war ja eine Einladung, eine Veränderung, ein Neuanfang vorausgesagt für euch. Ich weiß auch aus meinen persönlichen Readings, ganz viele von euch warten und hoffen darauf. Darum ist das auch immer wieder das Thema. Ui, wir haben zwei Energien. Sicherheit für dich und deine Liebsten. Thema 1. Und beide Seiten gewinnen. Beide Seiten gewinnen, ja, da kommt eine Lösung rein. Das hieß es am Montag ja auch. Etwas verändert sich, ein Neubeginn. Beide Seiten gewinnen und die Sicherheit für deine Liebsten heißt, ihr werdet das Kind schaukeln. Ihr habt diese Klärung. Du brauchst keine Angst mehr vor dem Fuchs zu haben, denn da ist der Ausgleich zu sehen, ne? Der Ausgleich von Geben und Nehmen. Jetzt muss ich einen Schluck trinken, entschuldigt. Aber mir kratzt es immer noch ein bisschen im Hals. So, jetzt schauen wir mal. Sicherheit für dich und deine Liebsten und beide Seiten gewinnen. Der Ausgleich, was heißt das denn konkret für den Dienstag? Das ging jetzt mega flott. Wow, die Liebe, die Eulen, die Fische, oh, und die Kraft. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass, wenn ich die Liebesenergien abrufe, tatsächlich immer die Liebe vorkommt und bei den allgemeinen Energien ganz selten das Blatt so fällt, dass ich sagen müsste, im Allgemeinen geht es auch um die Liebe. Ich finde das faszinierend, ist mir gerade jetzt nur so aufgefallen. Ja, das Herz muss ich wohl nicht erklären, die Liebe. Gespräche. Die Eulen sind Gespräche. Gespräche hatten wir am Wochenende auch, wo klare Botschaften rüberkommen sollen. Wenn die Eulen Gespräche führen oder es Eulengespräche sind, dann geht es tatsächlich um das Eingemachte, möchte ich mal sagen. Kein Larifari, da wurden sich Gedanken gemacht. Die Eulen sind sehr weise Tiere. Sie sehen im Dunkeln unglaublich gut und sie können ihr Köpflein so herrlich drehen. Was bedeutet, da ist wirklich alles ausgelotet worden in diesem Gespräch oder es wird alles ausgelotet werden. Da wird ehrlich über die Liebe gesprochen und über die tiefen Gefühle, die ihr füreinander hegt oder jemand für euch hegt. Die Fische sind auch die Seelenpartnerschaft, die ganz, ganz tiefen Gefühle füreinander. Und die Kraft wirkt für euch, um diese Gespräche führen zu können. Über die Liebe, über eure Gefühle. Vielleicht benötigt da jemand Kraft und Mut,
dieses Gespräch anzugehen. Ja, das werden wir jetzt gleich sehen, was die nächsten Karten dazu noch sagen. Beide Seiten gewinnen, ist die Energie. Und das ist ein Gespräch, da gewinnen beide Seiten, denn das ist gut durchdacht, so dass jeder damit leben kann, so dass es eine harmonische, ja, Lösung für eure Liebe gibt. Eins, zwei, drei, vier und die nehmen wir noch quer. So, auf die Liebe ins Haus. Auch hier die Stabilität, das Wachstum auf der Liebe. Der Fuchs ist in dem Moment aber nicht, wie ich es sonst sage, das arglistige Tier, denn das sind zwei Tiere, denen man ungeheure Schlauigkeit nachsagt. Der Fuchs, der immer genau weiß, wie er zu den Hühnern vom Bauer kommt, kann man hinterlistig nennen, kann man aber auch sagen, der ist so clever, der kommt da immer rein. Wenn der Fuchs auf die Eule fällt, ist das jetzt in dem Moment für mich kein hinterlistiges Gespräch, sondern im doppelten Sinne ein durchdachtes. Da möchte jemand durchdacht und schlau mit dir ins Gespräch gehen, damit es auch zum Erfolg kommt, in die Stabilität. Die Schlange, der lange Weg oder die Heilung. Kann auch eine Rivalin sein, um die das Gespräch geht. Wenn wir die Schlange als langen Weg nehmen, dann dauert das zwischen euch schon eine ganze Weile. Und jetzt soll es zum heilenden Gespräch kommen. Auf der Kraft liegt der Hund. Die Treue, die Loyalität, die ihr füreinander empfindet. Die Treue, die ihr aneinander, ja, die euch festgehalten habt, auch wenn euer Weg lange war, beschwerlich war, was die Schlange ja aussagt, habt ihr treu aneinander festgehalten. Vielleicht sogar habt ihr euch gar nicht gesehen, trotzdem wart ihr treu miteinander verbunden. Und jetzt kommt das Gespräch. Da versucht jemand, die richtigen Worte zu finden mit dem Fuchs. Und die Eulen, ja, das Gespräch so hinzubiegen, dass es wirklich in die Stabilität geht, dass da wieder Vertrauen reinkommt. Denn man lässt nur jemand in sein Haus, dem man auch vertraut. Und wieder ist der Mond gefallen, deine Träume, deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Du träumst von diesem Gespräch. Du träumst, dass dieser lange Weg endlich ein Ende hat. Hier die Gefühle und die Liebe einmal auf den Tisch kommen in einem Gespräch. Und diese Liebe in die Stabilität kommt. Davon träumst du. Das sind deine Sehnsüchte. Was sagen die Engel da dazu? Eine Karte, dankeschön. Engel der Ordnung, den hatten wir auch. Sei beruhigt, alles sortiert sich gerade neu. Ich glaube, die hatten wir letztens auch. Ne? Es ist ein Prozess. Bei einigen von euch dauert das noch an. Das ist ein Prozess, den Mut, die Kraft zu haben, wieder auf jemanden zuzugehen, die richtigen Worte zu finden, denn das geht ja schon länger. Den Mut, die Kraft zu haben, den Gefühlen und der Liebe Ausdruck zu geben. Aber es sortiert sich gerade neu für euch und das ist immer positiv. Ja, meine Lieben, ich wünsche euch das natürlich. Wie immer, teilt dieses Video herzlich gerne, wenn ihr das Gefühl habt, Freunde hätten auch Spaß an den Tagesbotschaften. Schreibt mir in die Kommentare. Ihr wisst, ich antworte immer, manchmal zeitverzögert, aber ich antworte. Und wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst mir kostenlos eins da, dann verpasst ihr mich nicht
mehr. Ich wünsche euch einen traumhaft schönen Dienstag, jetzt noch einen wunderschönen restlichen Montagabend und ich freue mich darauf, euch am Mittwoch hier wird es nicht sein, an dem Tisch, am anderen, wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, ich habe euch alle ganz doll lieb und freue mich auf euch.